Ich begrüße Sie zur siebten Veranstaltung von Pandemic Space im virtuellen Schauraum B. Diese Reihe wird in Kooperation mit dem Hyperwerk Lab des Instituts IXDM, der Hochschule für Gestaltung und Kunst, der FHNW, durchgeführt. Nächste Slide, bitte. Mein Name ist Max Spielmann vom Hyperwerk Lab. Wir beschäftigen uns in diesen Veranstaltungen mit unterschiedlichen räumlichen und sozialen Konsequenzen der Corona-Pandemie und stellen uns die Frage, was können wir in Zukunft tun? Nächste Slide, bitte. Wenn wir hier in Basel über den Barfüßerplatz gehen, überqueren wir einen Fluss, die Birsig, unsichtbar, quasi unter dem Asphalt. Die Birsig wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts unter die Erde verlegt. Hier sehen wir eine Abbildung vor dieser Verlegung 1867 zwischen Hauptpost und Barfüßerplatz. Auf diese Weise wurde eine erste Kanalisation geschaffen und Cholera sowie Typhusausbrüchen vorgebeugt. Der gemeinsame Lebensraum zwischen Menschen und nichtmenschlichen Wesen war und ist immer eine Verhandlung von Raum. Es geht um eine Anpassung unserer gegenseitigen Vernetzung. Es geht darum, einen guten Kompromiss unterschiedlicher Bedürfnisse zu finden. Unser heutiger Gast, Andreas Weber. Andreas Weber ist Schriftsteller und Journalist. Er studierte Biologie und Philosophie, promovierte bei Hartmut Böhme und Francisco Varela über Natur als Bedeutung, Versuch einer semiotischen Theorie des Lebendigen. In seinen literarischen Sachbüchern setzt sich Andreas Weber für eine Überwindung der mechanistischen Interpretation von Lebensphänomenen ein. Organisches Dasein wird von ihm beschrieben als die kontinuierliche Selbsterschaffung fühlender, wertender und bedeutungssetzender Subjekte vor dem Hintergrund der Möglichkeit des Todes. Der heutige Vortrag trägt den Titel dem Leben Raum schaffen, das Virus als ökologischer Existenzstifter. Bevor wir mit dem Vortrag beginnen, möchte ich noch etwas zur Art der Veranstaltung erläutern. Wir testen im Rahmen von Pandemic Spaces unterschiedliche Gesprächsformate und räumliche Anordnungen zwischen physisch, hybrid und digital. So versuchen wir, Antworten auf eine Frage zu finden, die sich mit Corona zugespitzt hat. Wie verändern sich Veranstaltungen? Was sind die Einflüsse auf die soziale Situation? Welche neue hybriden Formen könnten Sinn machen und welche nicht? Unser heutiger Gast ist so von Varese in Ligurien zugeschaltet. Wir moderieren von Basel aus. Ein paar Gäste sind bei uns im Studio. Und via Chat auf Slido nehmen wir gerne Fragen für das anschließende Gespräch von digitalen Gästen entgegen. Die Streams sind im Anschluss an die Übertragung auch längerfristig via YouTube zugänglich. Nun aber genug der Vorrede. Ich freue mich jetzt, das Wort an Andreas Weber zu übergeben und bin sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Danke. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Spielmann, und einen schönen Abend an alle, die reinhören, dabei sind. Dann lege ich mal los. Ich würde bitten, das Titelbild meiner Präsentation zu zeigen. Genau. Das ist das zweite Bild, aber wir können auch mit dem zweiten Bild anfangen, weil da schon zu sehen ist, was ich auf jeden Fall heute rüberbringen möchte, nämlich, dass das Räumliche, das Soziale ist in einer Welt der Körper. Wir sehen da auf dem Bild eine Aktion brasilianischer Kunstaktivisten. Das ist also kein echtes Massengrab am Meeresstrand, sondern eine
Aktion, die auf ästhetische Weise, spektakuläre Weise auch darauf aufmerksam machen soll, was alles schief läuft oder schief lief in der Handhabung der Corona-Pandemie in Brasilien. Die nächste Folie bitte. Das ist jetzt die erste. Das ist jetzt gerade rückwärts, bitte in die andere Richtung. Genau. Vielen Dank, Corona und ich. Da haben wir wieder dieses Element der Beziehung. Das ist eine kleine Collage, die meine Tochter gemacht hat im März 2020, als sie 2 Wochen in Quarantäne war, zuerst in ihrem Zimmer in der Wohnung der Mutter, die nämlich an Corona erkrankt war und dann auch ins Krankenhaus musste. Und danach war sie dann noch in einer anderen Wohnung, nochmal alleine. Sie hatte also sehr viel nachzudenken. Und diese Perspektive Corona und ich ist sozusagen die andere Dimension dessen, was ich gerade sagte, was in einer Welt der Inkarnation, in einer Welt aus Fleisch und Blut, wo dieses Fleisch und Blut dazu dienen, mit anderen Verbindungen aufzunehmen und auf diese Weise sowohl die eigene als auch die Existenz der anderen zu sichern, was in dieser Welt zusammengehört. Das Soziale hat eine Komponente, die mit Berührung, mit Nähe, mit Distanz, mit der Haltung in dieser Begegnung zu tun hat. Und darüber hat, glaube ich, diese Pandemie uns auf ganz entscheidende Weise Aufschlüsse gegeben, auch wenn wir diese Aufschlüsse noch nicht alle lesen können. Und ich will in den nächsten Minuten versuchen, ein paar Dechiffrierungsversuche vorzunehmen oder vorzuschlagen für diese seltsame Verflechtung. Bitte die nächste Folie. Ja, danke. Das ist eine Dokumentation vom letzten Jahr, Ende letzten Jahres von der UNEP, der Umweltorganisation der UN. Und Sie sehen darauf schon die entsprechenden Piktogramme, die wir alle irgendwie jetzt auch kennen nach diesen 1,5 Jahren. Und ich zeige die hier erstmal, weil ich sie irgendwie auf ganz besondere Weise gut gelungen finde und auch, weil die auch mit so einer gewissen Ästhetik daherkommen, aber auch, weil ich in diese Richtung jetzt erstmal gehen möchte, in die Richtung dieser anderen nichtmenschlichen Wesen, die Sie da sehen. Sie sehen da einen Menschen und noch einen, der sich die Hände wäscht. Und ansonsten sehen Sie lauter nichtmenschliche Lebewesen, tierische, pflanzliche und virale. Wobei man bei Viren ja nicht so ganz genau weiß, leben die eigentlich oder leben sie erst, wenn sie ein anderes lebendes Wesen befallen. Also die erste Station in diesem Nachdenken über Corona, Raum und Beziehung geht dahin, dass wir uns angucken, was ist das eigentlich für ein Virus, in welcher Tradition steht das? Und wir haben es hier also mit einer Zoonose zu tun, mit einer Emerging Disease, die aus dem Pool der Viren nichtmenschlicher Wirbeltiere kommt. Bitte das nächste Bild. Und dieses Überspringen, das ist inzwischen zu einer Regel geworden unserer Zivilisation. Ich habe Ihnen da dieses Bild mitgebracht, ohne dass Sie das jetzt im Einzelnen lesen sollen. Das ist bloß, um sozusagen Sie zu erschlagen mit der massiven Zunahme solcher neuen Erreger aus dem Reich der Tiere. Das heißt also, wir sehen, dass diese Pandemie auf jeden Fall auf der Ebene des Kontakts, der Berührung, der Übertragung ein Beziehungsphänomen ist. Der obere rote Balken, das sind die verschiedenen Coronaviren. Es gibt ja nicht nur dieses eine, es gab ja schon das SARS-Coronavirus ohne die Nummer dahinter und andere, die übergesprungen sind. Und darunter sehen Sie noch ein paar andere. 1920 ist zum Beispiel HIV. Das ist ja auch ein Virus, das aus einem Tierbestand kommt. Ebola ist, glaube ich, 1976 da zu sehen. Auf dem großen Bildschirm kann man das ein bisschen besser sehen. Aber es geht jetzt gar nicht um eine genaue Dokumentation, sondern um Ihnen zu zeigen, dass wir es mit einer
exponentiellen Zunahme der neuen Infektionen und dann auch entsprechend Epidemien oder Pandemien aus dem Reich der Tiere zu tun haben. Und nicht umsonst heißt dieses Dokument, trägt dieses Dokument in seinem Titel diese Warnung, was ist, what's the next pandemic? Weil sich die Situation, in der die dazu geführt hat, dass wir jetzt eine haben, sich natürlich gar nicht ändert. Bitte das nächste Bild. Das auch jetzt möchte ich gar nicht jetzt für Sie weiter aufschlüsseln. Das ist sozusagen auch eher wegen seiner ästhetischen Wirkung gewählt. Das zeigt die Enge der Beziehungen zwischen Erregern und verschiedenen Tiergruppen. Sie können da oben rechts in der Legende sehen, die kleinen dunkelgrün-grauen Punkte sind die Viren und das andere sind verschiedene Tiergruppen. Primaten zum Beispiel oder Rodents, Nager oder gelb die Fledermäuse. Und das unterste sind die Haustiere. Und Sie sehen in diesem Bild, wie unglaublich verstrickt die Population der Viren in verschiedenen Tiergruppen miteinander, untereinander ist und mit den sozusagen möglichen, mit den möglichen Übersprungswegen in den Menschen. Das ist also so ein richtiges ökologisches Netzwerk, das ganz klar den Charakter eines komplexen ökologischen Beziehungsgefüges hat. Und dieses Netzwerk existiert, das ist sozusagen Teil der ökologischen Realität. Und die Viren, die Sie da sehen, die sozusagen in diesen verschiedenen Trägertieren sind, die sind ja für diese Träger, diese Wirtstiere, diese Reservoirtiere gar nicht pathogen oder nicht tödlich, sondern sind sozusagen Teil deren eigener ökologischer Nische. Und erst im intensiven Kontakt kommt es dann plötzlich zur Pathogenität. Also erst indem sich die Regeln des Zusammenlebens ändern. Bitte das nächste Bild. Ja, hier das nochmal, das kann man wahrscheinlich wirklich relativ schlecht sehen. Es fängt oben mit A an und unten hört es mit H auf. Das ist die Liste der aus dem Tierreich übergesprungenen Krankheiten überhaupt in der Geschichte der Menschheit. Denn es ist so, dass dieses tierisch-virale ökologische Netz erst dann anfängt zu reißen und sozusagen seinen Inhalt auszuschütten und auf den Menschen loszulassen, wenn der Mensch in diese ökologische Konstellation auf eine stark störende Weise eingreift. Und so hat es dazu geführt, dass seit der Sesshaftwerdung des Menschen die großen Infektionskrankheiten, die wir kennen, alle tierischen Ursprungs sind. Masern, Grippe, Mumps, sogar Tuberkulose nimmt man an. Sie kommen alle von Tieren. Es gibt Forscher, die behaupten, spricht einiges dafür, dass überhaupt alle menschlichen viralen Erkrankungen von Tieren kommen. Und sie kommen dann von Tieren, wenn die Menschen in großer Konzentration auftreten und wenn sie in engem Kontakt zu Tieren sind. Das heißt, wenn sie sehr viele dezimieren und essen oder aber wenn sie sie halten. Das heißt, mit dem Beginn der Tierhaltung hat sich ein ganzes gewaltiges Krankheitsfeld aufgetan. Und das, was wir im Augenblick als unsere typischen, nicht tödlichen, aber doch lästigen, unangenehmen und auch mühsamen Erkrankungen, viralen Erkrankungen bezeichnen, kommt aus dieser Veränderung des Kontaktes zur übrigen nichtmenschlichen lebendigen Welt, nachdem die menschliche Lebensweise großflächig vom Jäger- und Sammler-Dasein zur Sesshaftigkeit mit Tierhaltung überging. Und dieser Übergang war einer der großen Einschnitte in der menschlichen Kultur- und Naturgeschichte, die die Biosphäre selbst begonnen haben zu verändern. Bitte das nächste Bild. Hier sehen Sie, jetzt machen wir einen großen Sprung in die heutige Situation, in die Situation der ökologischen Krise, die inzwischen überall spürbar ist. Hier sehen Sie die mittlere Erdtemperatur
in ihrer Steigerung von 1980 bis 2020. Sie sehen da diesen großen schrägen Strich durchgelegt durch diese Grafik von James Hansen. Also wir leben im Augenblick in der Zeit der galoppierenden, massiven, sich überschlagenden Veränderungen, des bevorstehenden Phasensprungs, vielleicht dessen, was die jungen Menschen als Dark Age empfinden, wie meine Tochter, in der diese kleine Collage stammte, auch zum Beispiel sagt. Also das ist sozusagen jetzt wirklich nicht mehr von der Hand zu weisen, dass menschliches Handeln diese Welt verändert. Und das ist sozusagen eine Kontinuität. Und dazu gehört natürlich auch unser verändertes Verhältnis und weiter verschärftes Verhältnis zu diesem Virenpool. Bitte die nächste Grafik. Ja, also hier habe ich eins der vielen Symptome dieser Veränderung mitgebracht. Das ist die Plastikproduktion von 1950 bis 2050. Bis 2050 hochgerechnet, dieses blaue Dreieck ist das, was wir im Augenblick haben. Sie sehen also eine interessante exponentielle Kurve, wie wir sie jetzt alle kennen, nämlich von Corona. Und wir haben also nicht nur eine Zunahme der Erdtemperatur, sondern wir haben auch eine Zunahme des nicht so schnell verwertbaren Abfalls. Bitte das nächste Bild. Ja, wir haben gleichzeitig haben wir auch Abnahmen. Das ist der Insektenschwund. Diese bekannte deutsche Studie, die in einem Vierteljahrhundert eine 75-prozentige Abnahme der Insektenbiomasse festgestellt hat. Auch hier wieder sehen wir, dass diese trockene, wenig fantasieanregende Grafik sich übersetzt in den Kollaps von Bezogenheit und natürlich auch in den Kollaps eines gelingenden Teilens gemeinsam belebter Räume. Also wir haben auf der einen Seite diese stark und exponentiell ansteigenden Kurven und wir haben auf der anderen Seite natürlich sozusagen der Schatten, den die werfen, die stark nach unten gehenden Kurven. Bitte noch eine, ich zeige Ihnen noch eine und dann höre ich damit auf. Das ist der aus einer dänischen Studie der entsprechende Schwund der Vögel, die diese Insekten fressen, der natürlich genauso aussieht, weil die Nahrung verschwindet, dann verschwinden auch diejenigen, die von ihr satt werden. Das heißt, wir haben seit dem Beginn der Urbanisierung, und das ist vielleicht gar nicht richtig, das so zu sagen, damit es nicht so mit dem Zeigefinger gesagt wird, aber seit dem Beginn einer Konzentration des Humanen mit einer Instrumentalisierung des Nicht-Humanen, haben wir eben diese sich verändernden Kurven, die alle eigentlich Gradmesser einer veränderten Ausgewogenheit von Beziehungen zwischen Teilnehmern der Biosphäre sind, also zwischen verschiedenen Arten. Wir sind ja eine Art von vielen. Das SARS-Coronavirus 2 ist eine Art und wir sind auch eine Art. Auf der Ebene sind wir eigentlich völlig gleichberechtigt, auf dem Papier, aber gleichzeitig ist natürlich sowohl unsere Hebelwirkung enorm als auch die des Coronavirus. Ja, bitte das nächste Bild. Ja, hier habe ich ein bisschen mal, jetzt ist etwas sozusagen konkreter, geht es konkreter in eine Richtung. Hier habe ich mal ein bisschen zusammengeschrieben, was eigentlich die geltende Münze des derzeitigen Status unserer Vorstellung von Beziehungen in dieser Wirklichkeit ist. Und der kleinste gemeinsame Nenner unserer Vorstellung, wie Beziehungen sich abspielen, der kommt aus der Ökonomie und wird unterstützt durch den Darwinismus oder den Neodarwinismus in der Biologie. Und Sie sehen dort eine Reihe, ich lese das jetzt nicht alles vor, ich kommentiere das ein bisschen. Sie sehen dort erstmal, deswegen habe ich das beides zusammengeschrieben, dass wir sozusagen sowohl aus einer sozialen Vorstellung dessen, wie Beziehungen geführt werden in der Wirklichkeit oder geführt werden sollen und was für Konsequenzen das hat, sowohl aus einer sozialen Perspektive als auch aus einer naturwissenschaftlichen Perspektive, haben wir eine Welt, in der die
Einzelnen einander verdrängen, einander notwendigerweise ausbeuten, in der es immer welche gibt, die dominieren, in der Druck herrscht darauf, seine Dominanz zu verstärken, effizienter zu werden, stärker zu werden, sicherer, sich sicherer, mehr stärker abzusichern, sich sozusagen stärker einzumauern. Und in der eigentlich ein ständiger Krieg ums Überleben geführt wird. Und da sind natürlich, da ist es erstmal, in einer solchen Welt ist es erstmal egal oder es ist sogar vielleicht begrüßenswert, wenn diese Kurven, die wir gesehen haben, die Anwesenheit der Wesen zeigen, wenn die nach unten zeigen, weil wir ja sowieso mit denen wenig zu tun haben. Und das ist sozusagen rausgekommen nach 10.000 Jahren der Instrumentalisierung der nichtmenschlichen Welt für die menschliche Welt. Dass wir inzwischen eine Philosophie haben, die diese Instrumentalisierung legitimiert und sie eigentlich zur einzigen richtigen Sicht der Wirklichkeit erklärt. So sehr, dass wir das schon gar nicht mehr richtig merken. Das ist sozusagen schon völlig klar. Bitte das nächste Bild. Und es ist aber möglich, dass wir uns damit irren. Und jetzt kommen wir wieder in den Bereich der Frage, was können wir eigentlich durch den Auftritt, Ausbruch des Coronavirus, durch die Auseinandersetzung mit dieser Pandemie, was können wir eigentlich da mehr verstehen, außer natürlich, dass wir versuchen wollen, uns und andere gegenseitig zu schützen und zu retten. Was können wir eigentlich mehr über diese Welt verstehen, was wir vorher nicht verstanden haben? Und ich zeige hier dieses Bild des berühmten kleinen Märchens des Kaisers Neue Kleider, das Sie wahrscheinlich alle kennen, um eine Parallele zu suggerieren, dass wir eben in unserer Vorstellung, dass diese Welt ein Verdrängungsschauplatz sei, in dem wir unweigerlich mit den anderen Wesen zusammenstoßen müssen und diese dann auch zurückdrängen müssen, dass die vielleicht gar nicht richtig ist. Vielleicht ist diese Welt ja etwas Geteiltes. Und so, damals in diesem Märchen ist das so gewesen, wie Sie sich erinnern, dass der Kaiser eben nackt oder beziehungsweise in seinem Nachthemd bekleidet hier auf diesem keuschen Holzschnitt sich seinem Volk zeigte mit seiner neuen Prachtgarderobe angeblich und nur das Kind auf ihn zeigte und sagte, der Kaiser ist ja nackt. Erst dann haben die anderen Menschen das verstanden und ein bisschen ist das jetzt sozusagen hier eine Möglichkeit, mit dem Virus zu kommunizieren und zu sehen, was fehlt denn eigentlich in unserem Bild, sodass wir den Kaiser von der anderen Seite sehen können. Bitte die nächste Folie. Ja, und das will ich hier einmal kurz schon mal vorschlagen. Das lese ich jetzt gleich vor. Um dann nochmal einen großen Bogen zu schlagen und auf diesen großen Bogen zu schauen, was Viren eigentlich so tun, was Viren eigentlich sind. Aber hier nochmal kurz zusammengefasst, die Glaubenssätze dieser Kultur, der wir entstammen, der wir angehören, das kognitive Imperium des Westens, wie es ein portugiesischer Soziologe kürzlich mal bezeichnet hat, und die mit dieser anderen Tabelle, in der ich so ein bisschen die einzelnen Sichtweisen, Perspektiven aufgestellt habe, korrespondieren. Ich glaube inzwischen, es sind eigentlich weniger fundamentale Glaubenssätze, die nicht in unserem Körper, nicht in unserer Seele, nicht in unserem Herzen verankert liegen, sondern die wir so einsaugen mit der Kultur, durch die wir so durch müssen, wenn wir groß werden, wenn wir erzogen werden, in die Schule gehen, Geld verdienen, wollen, sollen, müssen, dürfen. Und einer dieser Glaubenssätze, der fundamentale vielleicht, ist die Idee, dass wir in einer feindlichen Welt leben und dass wir gegeneinander arbeiten müssen. Ellenbogengesellschaft, das Stichwort kennen Sie ja. Dass wir uns behaupten müssen. Dass es nicht anders geht, als uns zu behaupten. Und damit einhergehend ist die Idee, dass der Kapitalismus, also das Handeln, damit wir was Besseres eintauschen gegen das, was wir haben, fundamental zum menschlichen Wesen gehört. Es gibt so einige Theorien, wie die Menschen
also von der Wiege des Menschen, relativ abstrakte, sicherlich falsche Theorien von der Wiege des Menschen, wo dann so ganz einfach erklärt wird, wie die Menschen angefangen haben, miteinander zu tauschen. Das haben sie sozusagen sofort erkannt, dass man als Kapitalist besser sich behaupten kann. Als Kapitalist ist man natürlich nicht des anderen Freund, sondern man möchte möglichst großen, hohen Profit. Damit einhergeht die Idee, diese Wirklichkeit ist unbelebt. Die Wirklichkeit außer dem Menschen ist tot. Und darum ist es so wichtig, den eigenen Tod zu vermeiden, weil wir dann nämlich uns, wenn wir sterben, in diese unbelebte Welt, die wir die ganze Zeit bekämpfen, verwandeln. Und das wollen wir auf keinen Fall. Deswegen könnte man vielleicht auch sagen, dass die Idee des Westens steht eigentlich darin, dass wir den möglichst lange vermeiden, dem Tod ins Auge zu sehen. Aber es gibt eine Welt mit ganz anderen Prinzipien. Und das ist die Welt, die ökologische Welt, die wir so weit aus den Augen verlieren. Und in dieser Welt gilt, und es ist nicht, bevor ich das sage, es ist nicht nur die ökologische Welt, es ist auch die Welt, die viele Kulturen auf der Erde über Jahrhunderttausende als Kultur gestaltet haben. Alle indigenen Kulturen, Subsistenzkulturen, animistische Kulturen haben diese andere ökologische Kultur als ihr Ziel angesehen, sind dabei aber eben, was die Beherrschung der Welt angeht, nicht besonders weit gekommen, wie wir ja wissen. Und diese Prinzipien sind, ich bin, weil du bist, ich kann nur existieren, weil es anderes Leben gibt, das seine Reichtümer mit mir teilt. Darum beruht alles auf Gegenseitigkeit, also nicht Ausbeutung, sondern Gegenseitigkeit, Gemeinschaftlichkeit, Ausgewogenheit, Egalitarismus. Alles hat Innerlichkeit, die Welt ist nicht unbelebt, sondern es gibt in allem und für alles die Erfahrung einer Perspektive, einer Bedeutung, eines Erlebens dieser Welt. Und darum ist die entscheidende Devise, nicht den eigenen Tod um jeden Preis zu vermeiden, sondern das Ende der Fruchtbarkeit dieser Welt um jeden Preis zu vermeiden. Das heißt, diese Welt muss fruchtbar bleiben und dafür müssen wir uns anstrengen, dafür müssen wir auch Opfer bringen und dafür müssen wir uns letztlich selber hingeben. Das ist diese andere Perspektive. Ja, und jetzt gucken wir mal, was das Virus dazu sagt und dafür bitte dann die nächste Folie. Was will das Virus? Das ist also ein bisschen imaginative Übersetzungsarbeit, die ich hier betreibe. Und erstmal haben wir ja gemerkt, damals vor allen Dingen, als es losging, diese ersten etwas spät verspäteten Lockdowns in Europa, auf der ganzen Welt dann. Es wurde unglaublich still und auf einmal gab es ganz viel Raum für das, was nicht Mensch war. Bitte das nächste Slide. Das ist der Blick aus meinem Berliner Fenster und fotografiert so, glaube Ende April 2020. Es ist jetzt natürlich nur ein Symbolbild, aber ich habe es deswegen fotografiert auch, weil das Licht so ein bisschen diese Stille reflektiert, die da draußen herrschte. Ich bin also da in einer etwas grüneren Gegend, aber natürlich trotzdem mitten in der Großstadt und das ist normalerweise einfach nicht still. Und es war vollkommen still und es war plötzlich eine Weite da und das Einzige, was man hörte, waren die Tiere. Ich erinnere mich, dass dann eine Hummel in mein Zimmer flog und durch mein Zimmer ihre Kreise zog und dann wieder rausflog. Sie erinnern sich daran sicherlich alle. Bitte das nächste Bild. Das heißt also eine existenzielle, unmittelbare Erfahrung dieser Pandemie war, dass wir uns gegenseitig Raum geschaffen haben. Das war sozusagen der Imperativ auf einmal. Das heißt, aus dieser Dynamik heraus, haben wir plötzlich diesen Raum gegeben. Und dann tauchten diese faszinierenden Bilder auf. Das nächste Dia, bitte. Faszinierende Bilder, die so viel nichtmenschliches Leben auf einmal in den plötzlich zum Stillstand gekommenen menschlichen Unternehmungen dokumentierten. Manche vielleicht ein bisschen zu romantisch, zu beglückt, aber einiges ist da passiert, das habe ich auch gemerkt. Und darin liegt ja schon eine Botschaft, nämlich die Botschaft, dass es darum geht, diesen Raum dem anderen
zu schenken, zu geben, den Menschen, aber natürlich auch den nichtmenschlichen Wesen. Nächstes Bild, bitte. Und ja, das ist ein Buchtitel, der das genau zeigt, wie wenig Raum den anderen Wesen gegeben wird in unserer Realität. Was für ein Verdrängungskampf herrscht. Dass wir eigentlich sagen können, dass sozusagen zu diesem Wissen, dass wenn der Mensch in die Gefüge der Fruchtbarkeit, die ohne ihn bereits existiert haben und die mit ihm zusammen auch ziemlich lange existiert haben, wenn er in die eingreift, und zwar auf zerstörerische Art und Weise, dass sich das dann gegen ihn wendet. Das ist sozusagen ein Verteidigungsreflex der Fruchtbarkeit. Und oder eine Bewegung, die wieder in den Raum ausgreift, um das hier zu verhindern. Und die wieder etwas anstrebt, was wir ja natürlich auch alle kennen, bitte das nächste Bild, nämlich ein Miteinander. Das ist jetzt wirklich nur so ein Schnappschuss einer bäuerlichen Wiese im Hochsommer, hier auf meiner Seite des Apennin. Aber was wir in natürlichen Ökosystemen eben immer erleben, ist, dass sich eine Mischung im Raum einstellt oder dass wir eine komplexe Balance von Beziehungen haben. Und das ist gleichzeitig auch schön. Für die meisten Menschen ist das auch die Erfahrung von Schönheit. Die Erfahrung von Schönheit hat also etwas damit zu tun, dass man selbst Raum zum Atmen hat, dass die anderen auch diesen Raum zum Atmen haben, dass man das dann gemeinsam genießen kann. Und dann sehen wir, dass aus dieser Perspektive die Erfahrung von Schönheit gar nichts Triviales ist. Das ist auch nicht nur etwas Ästhetisches, sondern das ist eine existenzielle Erfahrung, eine existenzielle Einschätzung einer Konstellation, in der alle gleichzeitig in ihrem Maße fruchtbar sein können und in der niemand sich mehr nehmen darf, als ihm zusteht und in der niemand sich selbst die Unsterblichkeit verspricht und dafür über alle anderen das Todesurteil ausspricht, so wie das der Mensch derzeit tut. Bitte das nächste Bild. Das heißt also, eine fundamentale Regel der ökologischen Rollenverteilung heißt, dass alle Wesen sich darauf einlassen müssen, essbar zu sein. Und das gilt auch für uns. Und essbar sein, das heißt letztlich tatsächlich essbar sein, also wirklich gegessen werden können eines Tages. Wir wissen ja, dass nur das, was essbar ist, ist ökologisch verträglich. Die Plastikflaschen sind nicht essbar. Aber unsere Zivilisation natürlich auch nicht und unsere Lebensweisen sind eben auch ein Bollwerk dagegen. Aber das Ökologische ist das Essbare und dass uns das ein bisschen gruselig erscheint, wenn ich das so propagiere, das heißt, das zeigt, wie weit wir davon entfernt sind, uns in dieser Gegenseitigkeit, die Schönheit und Fruchtbarkeit der Biosphäre ist, aufgehoben zu fühlen. Das gelingt uns eigentlich schon nicht mehr. Aber das ist das, was uns nährt und das ist das, wo wir herkommen. Bitte das nächste Bild. Nämlich die Nahrungskette oder das Nahrungsnetz. Hier so ein bisschen hübsch aus einem Buch, mit dem ich gelernt habe für mein Biologie-Vordiplom. Dann bin ich immer nach Basel gefahren ins Aquarium. Es gibt in Basel ein schönes Aquarium und habe mir die Quallen angeguckt und war ganz glücklich, dass ich dieser Welt der Körper, die sich untereinander austauschen, angehören darf. Also dieses Bild zeige ich Ihnen einerseits, um nochmal so einen Impuls zu geben, dass das ganz viel mit einer tiefen Erfahrung von Zugehörigkeit zu tun hat, die wir oft als Ästhetik auffassen, aber ich glaube, das ist was anderes. Aber gleichzeitig, dass diese Zugehörigkeit natürlich heißt, dass man sich in die Körper anderer Wesen verwandelt. Und wenn man das verweigert, wenn man die einfach nur wegdrängt, dann koppelt man sich aus der Ökologie aus. Und das wird aber nicht erlaubt in der Biosphäre. Bitte das nächste Bild. Das kann man nicht machen.
Das kann man nur ganz kurz machen. Das geht schief. Und das geht schief, weil es in der Ökologie die Parasiten gibt und die Viren, kann man auch dazu zählen, die Bakterien, die ganzen Keime, die ganzen Erreger. Und diese Parasiten sind die dunkle Materie der Biosphäre. Und was sie tun, ist, dass sie die Nahrungsketten zusammenhalten und dass sie letztlich dafür sorgen, dass nicht eine Art die anderen Arten dominiert. Und das ist eine Gesetzmäßigkeit, die ein paar Nummern zu groß ist für das menschliche Gestaltungsvermögen. Das heißt, wir können die aufhalten, wir können unseren Hals retten durch zum Beispiel Impfung, Gott sei Dank. Aber wenn wir unsere Haltung nicht ändern, dann ändert das natürlich nichts daran, dass wir weiter unter dieses eiserne Gesetz fallen. Bitte das nächste Bild. Jetzt kommt nochmal, ich höre auch dann gleich auf, es kommt nochmal was Abstraktes, das ist aber schnell erklärt. Sie kennen das vielleicht auch, diese Nahrungskettenbilder. Ich habe Ihnen eben ja eins gezeigt, oder Nahrungsnetze. Und das sind immer nur die großen Tiere zu sehen. Da sind die Parasiten nicht mit drauf. Das hat man ganz lange so gemacht. Und erst in diesen Jahren eigentlich haben Ökologen begriffen, dass die Nahrungsketten total falsch sind, wenn man die Parasiten nicht mit einzeichnet. Was Sie hier oben sehen, ist einfach eine kleine Computersimulation von des gleichen Ökosystems, ein Küstenökosystem in Kalifornien. Das Rote sind die großen Lebewesen und das Blaue sind die Parasiten. Und diese schwarzen Striche dazwischen sind die Beziehungen. Das müssen Sie nicht verstehen. Sie müssen nur sehen, dass es ein komplexes Netzwerk ist. Das sieht man, glaube ich. Und wenn man jetzt in dem Mittleren, wenn man da die Parasiten einfüllt, dann ändert sich plötzlich die Zusammensetzung. Und das sehen Sie auf dem untersten Bild. Das ist sozusagen so durchgelaufen jetzt durch den Rechner. Und dann stellen Sie fest, dass diese roten Kreise in der Mitte, das sind nämlich die Prädatoren, das sind die Räuber, das sind die dominanten Wesen im Ökosystem. Die werden auf einmal viel weniger, weil es Parasiten gibt. Das macht das sehr deutlich, dass diesen ausgleichenden Effekt. Und das ist die Rolle der Zerstörer im Ökosystem. Das ist ganz entscheidend. Bitte das nächste Bild. Ja, da steht es nochmal. Also das sind die Egalisierer im Ökosystem. Nächstes Bild bitte, dann noch mal ein bisschen schneller. Und das Paper eines der Autoren, Kevin Lafferty, der diese Studie gemacht hat. Das heißt also, wir brauchen die. Wir haben ja als Mensch die Tendenz zu sagen, wir müssen die ausrotten. Wir wollen die ja nicht. Die bedrohen uns. Und natürlich wollen wir uns schützen, das ist ja völlig klar, aber vom Prinzip her ist das unmöglich. Also es ist sozusagen unmöglich, weil es das Ökosystem destabilisiert und Ökosysteme, die destabilisiert sind, die stabilisieren sich wieder selbst. Nächstes Bild bitte. Ja, man sieht das, wie dramatisch das ist, sehen Sie an einer kleinen Beispielrechnung. In Ozeanen sind Mikroorganismen mit 95% der größte Teil der Biomasse. Und jetzt habe ich ein Wort vergessen, ein Viertel dieser Masse wird täglich von Viren zur Auflösung gebracht in den Ozeanen. Ein Viertel der gesamten Biomasse der Ozeane wird von Viren zerstört, damit dieser Lebenssaft im übrigen Leben wieder zur Verfügung steht. Und ein kanadischer Mikrobiologe sagt, dass es ohne Viren vielleicht kein Leben gäbe, weil wir eben diese Verteilung brauchen. Ja, was ist das dann eigentlich, was wir da sehen? Was ist diese Verteilung? Nächstes Bild. Das ist jetzt die Schlussgerade. Jetzt kommen wir vom Ozean in eine Schweizer Flachebenenlandschaft aus dem späten 18. Jahrhundert, idyllisch gemalt. Das zeige ich, weil das die Zeit ist der bäuerlichen Landwirtschaft, die noch sehr viel dem Allmende-Prinzip verpflichtet war. Und das Allmende-Prinzip ist eben anders als die kapitalistisch-industrielle Ausbeutung der Landschaft. Ein Prinzip, in dem alle Teilnehmenden etwas nehmen dürfen und in dem aber alle Teilnehmenden auch etwas geben müssen. Und in solchen Landschaften haben es auch die nichtmenschlichen Lebewesen und auch die nichtmenschlichen Lebewesen, die nicht direkt den Menschen dienen, meist besser, weil sie nämlich auch Raum erhalten. Und der Mensch hat es schlechter als heutzutage.
weil er, sage ich jetzt mal zum Augenzwinkern, also Airquote, schlechter, weil er natürlich nur einen begrenzten Raum hat und weil er unter viel bescheideneren Umständen lebte. Das wissen wir ja auch. Wobei wir natürlich, auch hier sind wir in einer bäuerlichen Kultur und wir sind nicht in einer Jäger- und Sammlerkultur. Aber diese Almenden, die sehr schöne Landschaften hervorgebracht haben, die zeigen nochmal, dass die menschliche Kultur eben sehr lange sich den ökologischen Prinzipien eigentlich nicht verweigern konnte und sich auf diesen Austausch eingelassen hat, auf diese Gleichberechtigung, auf diese maßvolle Nutzung der anderen Körper und auf das Zulassen der eigenen Essbarkeit. Mehr als wir das heute tun. Und in meinen Augen ist, glaube ich, das SARS-Coronavirus, wie soll ich das nennen? Es ist keine Botschaft, weil so Natur nicht funktioniert. Es ist sozusagen ein Geschehen. Ein Geschehen, das stärker ist als die menschliche Planungsfähigkeit und die menschliche Vorsorgefähigkeit, das uns daran erinnert, dass wir essbar zu sein haben, dass wir essbar bleiben müssen und dass wir uns bescheiden müssen, weil wir sonst vom Tisch, von der Speisekarte der Biosphäre verschwinden werden, weil diese Regeln, die ich beschrieben habe, weitaus fundamentaler sind als die Existenz unserer eigenen Spezies. Und ich glaube, das ist eine eigentlich sehr, sehr deutlich sichtbare und hörbare Botschaft, dass unsere Zivilisation sie nicht hören will und vielleicht nicht hören kann. Das steht natürlich auf einem anderen Blatt. Aber hörbar ist sie, sichtbar ist sie, glaube ich, doch. Und an dieser Stelle höre ich mal auf. Ich habe noch ein paar mehr Folien, aber sonst wird das hier zu lang. Und wir kommen nicht mehr miteinander ins Gespräch. Und danke Ihnen erstmal sehr herzlich für die Geduld beim Zuhören. Gut, also wir kommen jetzt zu den Fragen. Und es kommen ein paar Fragen im Chat. Ich würde es gerne eigentlich ein bisschen strukturieren, weil ich habe im Vorfeld so diese drei Grundebenen. Also es geht, das war eine Frage, die aber, glaube ich, sich im Rahmen des Gesprächs von Ihnen, also des Vortrags auch schon erledigt hat, nämlich es geht eigentlich um die Beziehung Tier-Mensch, wenn wir über Viren reden. Also Viren, Tier, Mensch. Und da ist für mich so gibt es für mich drei Ebenen. Also es geht um das Zusammenleben, es geht um den Kompromiss. Wie können wir miteinander funktionieren? Und ich habe drei Gebiete. Das eine ist sozusagen die industrielle Nahrungsmittelproduktion. Das zweite ist die Zerstörung von Land und Ressourcen und das eine Verschärfung von Jagd, ein Gebiet, das jetzt vielleicht bei uns weniger Bedeutung hat, aber indirekt eben über die Pandemie sehr, sehr stark. Und das dritte ist das Gebiet der Verdichtung von Städten. Und jetzt, wo fangen wir an bei der ersten Frage? Was hat sich eigentlich in der Beziehung Tier-Mensch, Sie haben vorhin Almende gebracht, noch so 18. Jahrhundert, was hat sich grundsätzlich geändert? Sie haben ja in einer frühen Folie diese Beschleunigung der neuen Viren, dass wir also in einer Zeit leben, wo mehr Epidemien und Pandemien vorkommen oder wir knapp an einer Pandemie vorbeigehen. Was hat sich verändert in den letzten 200 Jahren? Ja, danke. Ja, da steckt jetzt einiges drin. Also fange mal mit sozusagen Ihrer letzten Konkretion an. Also ich habe ja versucht zu zeigen oder zu argumentieren, dass das, was wir momentan erleben, sozusagen der exponentielle Anstieg einer erst langsam anwachsenden Kurve, die aber bereits schon existierte, seit der Mensch sich in einen Gegensatz zu den nichtmenschlichen Wesen gebracht hat, ist. Und jetzt sind wir eben in dieser exponentiellen Steigerung. Und wir wissen,
darum ist auch diese Plastikgrafik, die ich auch am Anfang gezeigt habe, so schockierend, weil die, weil wir alle wissen, durch Corona wissen wir alle, was exponentielle Kurven sind. Also vorher wussten wir das vielleicht nicht so genau. Das wussten nur eher Mathematiker oder Naturwissenschaftler oder Leute, oder Greta Thunberg, die sich genau damit beschäftigen. Aber jetzt wissen wir, dass dieses steil in den Himmel schnellen bedeutet Katastrophe, Zerstörung, und da dürfen wir nicht hinkommen. Interessant ist natürlich auch die Kurve des Bevölkerungswachstums auf der Erde anzugucken, die sozusagen auch ganz klar sagt, dass wir in einem Bereich sind, in dem Instabilität eintreten muss. Sozusagen als ökologische Gesetzmäßigkeit. Also insofern ist das gewissermaßen die Beschleunigungsphase einer langen Entwicklung. Und diese lange Entwicklung hat damit zu tun, dass wir dazu tendieren, von der Beziehung Mensch-Tier zu reden, so wie Sie das jetzt auch getan haben. Mhm. Und damit nehmen wir bereits eine Einteilung vor, die diesen ökologischen Egalitarismus, der von der Ökosphäre selbst auf jeden Fall wieder eingefordert werden wird. Das ist so sicher, nicht so sicher wie das Amen in der Kirche, aber es ist so sicher, wie dass der Apfel nach unten fällt. Es ist bloß nicht so einfach und so eindeutig, aber es hat genau dieselbe Qualität einer notwendigen Gesetzmäßigkeit. Das Problem ist eben, wenn wir sagen Tier-Mensch, dann privilegieren wir ein Tier unter vielen Tieren, nämlich das Tier Homo sapiens, heißt er ja, als etwas Besonderes gegenüber allen anderen Tieren. Und dann sind natürlich noch nicht mal die ganzen anderen Wesen, die keine Tiere sind, die sind da sowieso gar nicht drin. Und das ist eben unökologisch. Und wenn ich sage unökologisch, dann meine ich damit nicht, es ist nicht nachhaltig, sondern es entspricht nicht den Gesetzen geteilter Lebendigkeit. Und das kann man nur eine Zeit lang machen. Also so wie man auch eine Zeit lang unglaublich fett essen kann oder viel zu viel Alkohol trinken kann. Das kann man auch nur eine Zeit lang machen. Also das kann man machen, aber nach einer Zeit lang ist man tot. Und so ist das hier auch. Und leider ist das aber der Kern unserer Kultur, dass wir uns so auffassen. Und dass wir natürlich auch das ist das andere Stichwort, dass wir dann eben auch mit nichtmenschlichen Lebewesen keine Kompromisse eingehen. Wo kämen wir denn da hin? Also danke, dass Sie dieses Schlagwort, Herr Spielmann, dass Sie dieses Schlagwort hier ins Spiel bringen. Ich habe ja dazu kürzlich ein Buch geschrieben, in dem es mir eben ein großes Anliegen war, einerseits zu zeigen, dass der Kompromiss nicht per se faul ist, sondern im Grunde genommen die Krönung der Beziehungsfähigkeit, nämlich ein gemeinsames Handeln, in dem man sich auf das, was dem Leben hilft, einigt und das, was man entbehren kann, auf jeder Seite loslässt. Und gleichzeitig ist mir darin ein Anliegen gewesen, dass wir eben aufhören müssen, den Kompromiss und Kompromissfähigkeit nur unter Menschen auszuhandeln, sondern dass wir sehen müssen, dass die prekäre Situation dieser Biosphäre oder dieser Erde, die ja vor einem neuen erdzeitlichen Nulldurchgang steht, wie nach dem Asteroideneinschlag oder nach dem fast Gefriertod, nachdem die Blaualgen entstanden sind, etc. Also es geht ja hier wirklich um kosmische Konstellation. Das hat was damit zu tun, dass wir den anderen Wesen den Kompromiss verweigern. Und insofern ist dieses Virus ein Kompromisserinnerer, also so ein Wecker, der sagt, hey, guck mal, jetzt zwinge ich euch dazu, ganz krasse Kompromisse zu machen, denn das haben wir ja. Auch wenn das natürlich niemandem so richtig gefallen hat, außer einigen Introvertierten, die endlich mal ihre Ruhe hatten und viele wirklich also seelisch sehr, sehr belastet sind und auch irgendwie ausgerastet sind oder auch noch ausrasten, dass uns von uns abverlangt wurde, dass wir jetzt so viel Rücksicht nehmen und sagen, okay, jetzt mache ich das nicht, damit du morgen das vielleicht wieder machen kannst. Das ist doch eine interessante Botschaft. Ja. Das sozusagen stand nicht am Himmel geschrieben, aber wir sind auf einmal auf diese
Gegenseitigkeit gestoßen worden, die eben das Kompromiss, den Weg zum Kompromiss kennzeichnet. Ja, und also insofern sehe ich ganz klar den Appell an uns, dass wir mit den Wesen, mit denen wir diese Erde teilen, wieder kompromissfähig werden. Aber ich meine, stellen Sie sich das jetzt mal vor, in unserer Welt, wenn wir sagen, die Landwirtschaft muss jetzt zu einem Kompromiss mit den Tieren finden, die sie hält. Also der Kompromiss in einem Stall mit 100.000 Puten, der bedeutet für die Menschen vieles. Also der einzelne Halter, der jetzt sich das anhört, gerade von mir oder anhören würde, der schlägt natürlich die Hände über dem Kopf zusammen und sagt, was ist denn das jetzt schon wieder? Das muss ich ja noch alles anders machen. Aber es geht natürlich nicht um die Einzelnen, sondern es geht um die ganze Gesellschaft. Aber Sie sehen schon, wenn wir die Welt aus dieser Perspektive denken würden, dann wäre alles anders. Und interessanterweise wäre das dann so, wie die Wissenschaftler vom IPCC fordern, die sagen, wir brauchen nie dagewesene soziale und ökonomische Änderungen. Das ist sozusagen, wäre sozusagen ein Weg, eine Programmatik, wie wir da hinkommen würden. Insofern redet der Virus die gleiche Sprache. Bloß, dass weder der Virus noch die vom IPCC wirklich gehört werden. Weil es natürlich, ist ja völlig klar, aber es ist natürlich aus unserer Position heraus, von der Höhe des technologischen Gebäudes, in dem wir siedeln, ist es natürlich halsbrecherisch zu sagen, so ab jetzt machen wir einen Kompromiss mit allen Wesen. Jetzt machen wir einen Kompromiss mit den Wesen, die wir essen. So machen das animistische Gesellschaften. Die essen ja trotzdem auch weiter Wesen. Wir müssen ja auch Wesen essen, Pflanzen oder Tiere, sonst können wir nicht leben. Aber eben anders, als wir das tun. Was mir auffällt, ist, dass ein anderes ökologisches Verständnis mitklingt. Und das ist ja vielleicht auch etwas, was wir ja vielleicht angesichts dieser Pandemie auch anders denken können, um vielleicht auch bereit zu sein, diese massiven, also diese paradigmatischen Wechsel angehen zu können. Ich erinnere mich, ich war mal mit einem Förster vor ein paar Jahren im Wald, alpiner Raum. Und der Förster hat mir Dinge gezeigt im Rahmen eines Projektes, was man so im Wald so sehen kann. Und dann ist er immer wieder losgerannt und hat einen Neophyt ausgerissen. Der gehört nicht hierhin, wieso? Und hat mir dann auch die verschiedenen Neophyten gezeigt. Und irgendwie verstand ich ihn und irgendwie verstand ich ihn nicht. Weil das ist eine hoffnungslose Geschichte. Ich kriege die nicht weg. Denken wir an den Sommerflieder, den Neophyt, der gewisse Leute immer noch ausreißen, aber der sich längst angesiedelt hat und für die Schmetterlinge oder gewisse Schmetterlinge ziemlich gut ist. Jetzt, das ist für mich so wie die eine Ebene, also Survival of the Fittest, der Kampf, also Kampf gegen Neophyten. Und Sie haben ja doch dieses eine Beispiel gezeigt mit den Parasiten, die eigentlich eine Regulation bringen, also wo nicht mehr das Survival of the Fittest gilt sozusagen, also dieses Darwinistische, was Sie auch gezeigt haben, sondern eine wie größer maßstäbliche Ausbalancierung, an die wir, blöd gesagt, glauben müssen oder sie lernen müssen zu verstehen. Und jetzt komme ich aber trotzdem auf die Frage, was können wir, wir sind ja hier auch in einem Veranstaltungszyklus, wo sehr viele Architekten das sich anschauen, wo es um auch geht, hey, wir wollen jetzt was tun, dieser paradigmatische Wechsel, so dringend er vielleicht sein soll, wir möchten ja vielleicht auch in der Stadt was verändern, räumlich. Und wir haben aber, sehen Sie irgendwelche konkreten Möglichkeiten, was wir tun können? Weil ich freue mich am Fuchs, den ich mehr sehe in der Stadt. Ich füttere ihn trotzdem nicht. Ja, das ist interessant. Ich habe da natürlich auch darüber nachgedacht, was kann ich sozusagen Ihnen als Architekten, Architektinnen, was kann ich Ihnen Besonderes mitbringen? Und deswegen habe ich, also was ich ganz am Anfang gesagt habe, das war, glaube ich, das kam sozusagen aus dieser Richtung, nämlich, dass sich die Beziehungen
lebender Wesen in einem, in so etwas wie einem inkarnierten Raum gestalten. Das heißt also, dieser Raum ist eben keine Abstraktion, sondern dieser Raum ist selbst ein Teil des lebendigen Netzes. Und das könnte für mich ein interessanter Ausgangspunkt sein. Also ich könnte mir vorstellen, dass das ein interessanter Ausgangspunkt für eine architektonische, wie soll ich sagen, für architektonisches Denken oder architektonische Fantasie sein könnte. Dort ist Raum ja, glaube ich zumindest oft, so, glaube ich, so nehme ich das jedenfalls wahr, ist eben, ist ästhetisch und ist aber sozusagen physisch oder also ist nicht, lebt nicht aus sich selbst heraus unbedingt und ist vor allen Dingen nicht, und das ist jetzt der sozusagen der konsequente Schritt, ist vor allen Dingen nicht unbedingt immer schon ein geteilter Raum oder ein gemeinsam hervorgebrachter Raum. Und für mich ist eben diese derzeitige Botschaft so stark auf diesem Memento, besinne dich darauf, dass wir das Leben nur gemeinsam miteinander hervorbringen. Und wenn du dich dieser Gemeinsamkeit verweigerst, dann wirst du da irgendwann nicht mehr dazugehören. Und das ist, glaube ich, also das wäre für mich sozusagen der vordringlichste Appell. Wie man das sozusagen architektonisch übersetzen kann, das kann ich Ihnen auch nicht unbedingt sagen. Ich bin ja Philosoph und kein Architekt. Aber wenn man mich fragt, sozusagen, wie kann man Städte verändern, dann würde ich immer sagen, je mehr präsente nichtmenschliche Lebewesen wir haben in Städten, desto besser ist das für uns alle. Dann verlangsamt das alles, die ganze Sache unglaublich. Also wie wenn man auf große, unglaublich anstrengende Brainy-Kongresse, da sollte man einfach ein paar Kühe ins Veranstaltungszentrum schicken. Und dann sind wir auf einer ganz anderen, in einer ganz anderen emotionalen Temperatur. Aber das mag natürlich für einige auch wieder sich trivial anhören. Also es ist ja nicht umsonst so gewesen, dass gerade in urbanen Zusammenhängen die Menschen so glücklich waren, dass sie plötzlich die Wildschweine auf der Straße gesehen haben und die Füchse auch am helllichten Tage und die Hirsche im Hinterhof, und dann haben sie das alles fotografiert und getweetet und auf Instagram gepostet und YouTube-Videos gemacht. Also das wäre für mich doch eine Herausforderung zu sagen, wenn wir verstehen jetzt Bauen als ein Beziehungsstiften zwischen menschlichen und nichtmenschlichen Subjekten. Und nicht als ein Gehäuse für den Mensch, in dem er sich von der Außenwelt auf die bestmögliche Art und Weise separieren kann. Damit will ich jetzt auf keinen Fall propagieren, dass wir ab jetzt alle frieren sollen wieder. Natürlich nicht, also ich sowieso nicht, weil ich ungern friere. Aber man könnte das doch mal versuchen zu verstehen. Das ist natürlich, es ist sozusagen, hat ja mehrere Ebenen. Also es ist einerseits irgendwie stadtplanerisch, aber es ist andererseits auch ein bisschen natürlich architektonisch gedacht. Hier, wo ich jetzt gerade bin, im inneren Apennin, in Ligurien, in Italien, wenn man sich da die alten Bauernhäuser anguckt, die oft natürlich jetzt verlassen sind und auch verfallen, dann sehen wir ja diese ganz enge Beziehung zwischen Menschen und Nichtmenschen in vieler Hinsicht. Also alle Häuser sind irgendwie eigentlich eine Art Transformationsfeld zwischen dem Menschlichen und dem Nichtmenschlichen. Das reicht sozusagen ineinander hinein. Und das ist das dann, was die Touristen, wenn sie das sehen, was sie dann auch immer unheimlich schön finden. Aber das muss man sicherlich neu denken. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sozusagen in dieser Form von Raumstiften, aber auch Begegnungen schenken, die eben nicht eine Begegnung der Verdrängung und des Antagonismus ist, sondern eine Begegnung einer geteilten Lebendigkeit. Da könnte irgendwie was liegen. Aber also ich denke, ich komme langsam zum Schluss und denke, was Sie jetzt hier eigentlich einbringen, sind Wahrnehmungsräume. Also Räume, wo wir andere Regeln wahrnehmen können. Also das eine Bild, das Sie gezeigt haben, das geöffnete Fenster zu Beginn der Pandemie, ist ja wahrscheinlich ein Bild, das Tausende,
Hunderttausende, Millionen von Menschen gemacht haben. Vielleicht wirklich gemacht haben, aber wenn sie es nicht gemacht haben, gespürt haben. Ich höre, ich schaue, ich höre. Also ich nehme es sinnlich wahr und da ist etwas anderes. Und ich könnte mir, also als Schluss nehme ich das mit, da war in der Frage des Konkreten, weil wenn ich eine große Frage, die sich mir stellt und sicher vielen anderen, ist Verdichtung von Städten. Verdichtung heißt auch, dass wir natürlich Grenzen zwischen den verschiedenen menschlichen, nichtmenschlichen Wesen, dass wir es enger machen und damit gibt es Probleme. Ja. Ich habe vorher vom Fuchs gesprochen. Also Verdichtung klingt irgendwie zoonotisch. Klar, aber andererseits ist Verdichtung natürlich eine ganz zentrale Fragestellung. Ja. Und da ist ja, also da kommen wir vielleicht jetzt in unserem Gespräch, in anderen Gesprächen gibt es vielleicht auch Ideen, aber in unserem Gespräch, denke ich, können wir einen Schlusspunkt vielleicht mit diesen Wahrnehmungsräumen setzen. Also als eine architektonische Aufgabe, anderes zu hören, zu sehen, zu riechen, wahrzunehmen und das eigentlich die Sinne zu stärken für das Gegenseitige. Das Wort gegenseitig finde ich auch schön, weil es ja die Gegenseitige, sprich die Versicherung, auch noch gibt. Genau. Ja, also das Gegenseitige heißt eben auch, dass der Mensch sich nicht so zurücknimmt, wie das im Naturschutz ja immer gedacht wird. Da ist ja sozusagen die gute Natur die, in der der Mensch gar nichts mehr zu suchen hat. Und das halte ich eben auch für ganz verkehrt. Das ist auch keine Gegenseitigkeit. Gegenseitigkeit ist wirklich ein sich gemeinsam auf Essbarkeit, gegenseitige Essbarkeit einlassen. Ja, also ich finde das, denke ich eigentlich natürlich nicht so viel architektonisch, aber ich finde die Idee eigentlich immer besser, diese Form von kompromissstiftendem Bauen zwischen menschlichen und nichtmenschlichen Subjekten weiterzuverfolgen. Okay, ich denke, das nehmen wir mit und ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Also es war sehr, sehr spannend und ich mache jetzt noch ein paar Hinweise und damit kommen wir auf die Folien. Es geht jetzt die nächste Veranstaltung von Pandemic Space, findet in 2 Wochen am 27.10. statt, wiederum um 18 Uhr. Wir haben wieder einen Gast, nämlich den Architekten David Kallas, Mitbegründer des Studio Kallas in Wien. Er wird über Lebensräume sprechen, also im Prinzip ganz nahe, aber vielleicht auch ganz weit, werden sehen. Und die Lehren, die wir aus der Quarantäne, jetzt aus der Sicht eines Architekten, der sehr urbanistisch denkt, ziehen können. Es werden dann weitere Veranstaltungen folgen im November, unter anderem mit Philipp Loskant zum Thema Architektur und Verantwortung. Und dann eine Gesprächsrunde im Dezember zu ganz konkret Stadt, Land und hier Basel und Umgebung, was können wir tun. Ich danke an dieser Stelle natürlich wie immer Martin Schaffner für die Technik, Christian Blaser und Claudia Britt von Blaser-Architekten für die ganze Organisation, wo wir mitarbeiten durften. Und natürlich, und jetzt kommen die nächste Folie, Martin, eben natürlich auch denen, die uns unterstützt haben, dass wir das machen können, sprich die CMS-Stiftung in Basel und Savida bei Office Void. Ich wünsche jetzt Ihnen, euch allen, einen schönen Abend und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke auch sehr herzlich. Danke. Tschüss.